Aktuell weilt die RTL-Moderatorin noch in den USA. Dort wird sie in der Nacht auf Montag den NFL Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49er moderieren. Dann aber schmeißt sich die Kölnerin in das Abenteuer Let's Dance. Vom Super Bowl geht's dann ab aufs Tanzparkett, teilte Jana ihren fast 135.000 Anhängern auf Instagram mit. Und darauf scheint sich die TV-Moderatorin bestens vorbereitet zu haben, und sie rechnet wohl auch mit dem Schlimmsten. Denn in ihrer Story zeigte sie zuletzt einen Schnappschuss eines Einkaufs, den sie noch vor ihrer Abreise in die Vereinigten Staaten getätigt hatte. Dort zu sehen: Magnesiumtabletten, Blasenpflaster, Bandagen sowie viele weitere nützliche Artikel gegen schmerzende Füße und brennende Muskeln. All diese Produkte gehören also ab dem Veilchendienstag zu ihrer Grundausstattung. Zudem machen die Utensilien deutlich, mit welchen Folgen Jana aufgrund der intensiven Tanzeinheiten rechnet. Doch die frühere Sport1-Moderatorin nimmt jegliche Anstrengungen in Kauf, denn tatsächlich war es immer ein kleiner Traum von mir, dort mal mitmachen zu dürfen, wie sie verriet. Dennoch sei es verrückt, dass es jetzt bald tatsächlich Realität wird. Aber warum tut sich Jana das Ganze an? In erster Linie wegen der sportlichen Herausforderung. Ich bin sehr ehrgeizig und deshalb extrem gespannt zu sehen, wie viel ich in der kurzen Zeit schaffen kann zu lernen, so die 30-Jährige. Allerdings freue sie sich auch darauf, die Let's Dance Family kennenzulernen sowie auf die Live-Shows und auf die Kostüme.